Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenogears. Ich habe beim letzten Mal nach einigen Anlaufschwierigkeiten endlich die Goliath Factory gefunden, mitten im Nirgendwo, wenn man so will. Und ja, diese Folge verspricht etwas turbulent zu werden. Danke, dass ich keine drei Schritte laufen darf, aber es passt ganz gut zu dem, worauf wir uns hier einstellen müssen, und zwar auf viele Kämpfe, die nicht gerade ohne sind. Und ich habe mich beim letzten Mal hier schon so ein bisschen vorgetastet. Dieser Kampf wird wahrscheinlich nicht der allerschlimmste sein, weil wir hier keine Helfershelfer haben, die aus dem Hintergrund diese Maschinenteile hier irgendwie hochheilen können. Aber wir fressen viel Damage. Die Gegner kommen hier in sehr kurzen Zeitabständen und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir das hier heute reibungslos überstehen werden. Und das, was mich am allermeisten nervt und beunruhigt, ist, dass wir nicht speichern konnten bisher. Also ich mache drei Kreuze, wenn ich hier irgendwo die Möglichkeit sehe, das zu tun. Ich glaube, auf Ellies Zauber bin ich jetzt hier nicht unbedingt angewiesen, denn die gehen auch so relativ schnell down. Dauert dann halt nur ein bisschen. Aber ich glaube, so lässt sich das irgendwie schon machen. Warum auch immer das gerade null Schaden ausgeteilt hat. Wenn ich jetzt auf Fuel gehe, auf Fuel sage ich schon, auf X gehe, dann mache ich relativ viel Schaden. Okay. Warte mal, ist das vielleicht eine gute Vorgehensweise für zukünftige Kämpfe? Hier haben wir auf jeden Fall ein Level-Up. Oh, sogar zwei. Ich habe gerade nur eins aus dem Augenwinkel gesehen. Das ist schon mal gut. Vielleicht sollte ich mal mit den stärkeren Angriffen loslegen, weil ich bisher immer mit Dreieck meine ersten Schläge ausgeteilt habe, einfach um den Attack-Level nach oben zu bringen. Aber ich brauche ja für die im Grunde genommen keine Deathblows. Na gut, müssen wir mal gucken. So, ich werde jetzt entgegen meiner normalen Vorgehensweise in allen Let's Plays einfach mal nach geradeaus gehen und links und rechts jetzt nicht die Wände ablatschen, wie ich das sonst immer tue. Ich glaube, das wird in Xenogears nämlich irgendwann mein Todesurteil, wenn ich das genauso akribisch mache wie anderswo. So, die sind auf jeden Fall neu. So, warte mal, ich glaube, am ehesten muss ich jetzt aufpassen, dass ich immer den gleichen erwische. Gehen wir mal immer auf den mittleren. Ich starte mal mit einem starken Angriff. Mal gucken, denn der ist wirklich stark. Der ist zwar auch fuelmäßig relativ kostspielig, klar. Ach, warte mal, Ellie ist an der Reihe. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch mal wieder sowas hier ausprobieren. Vielleicht haben wir ja Glück. Weil das geht jetzt hier nur auf einen, richtig? Wenn das jetzt nämlich mehrere erwischen würde, dann hätte ich über alle Gegnerköpfe hinweg die Pfeile. Nee, also unter den Umständen würde ich dann lieber normal attacken. Hoffe, dass das kein Fehler ist. Wenn die jetzt natürlich mega stark sind und ich ohne Zauber hier kaum eine Chance habe, dann ist das auch blöd. Aber guck mal, zweimal Angriffe, also zweimal starke Angriffe und die sind hinüber. Ich glaube, damit können wir ganz gut leben, oder? Vielleicht reicht sogar einmal so und dann mit Viereck. Kann ich ja mal probieren. Okay, na gut, dass ich das mal ausprobiert habe, denn so, das ist wie gesagt ein bisschen kostspieliger, aber so gehen die schneller down und ich fress weniger Schaden. Und das ist im Grunde genommen das Wichtigste, finde ich, dass ich weniger heilen muss, weil das Heilen ist ja hier an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so unkompliziert. Wobei ich jetzt mit meinem Frame-HP-Teil, Bauteilen oder wie das da heißt, ja, ganz gut auch unterwegs bin. War das jetzt so eine Art Minibus? Weil das gerade so specialig animiert wurde? Oh, wir können aber hochspringen. War wahrscheinlich auch schon immer so, nur ich vergesse das ja ganz gerne, dass man hier halt überhaupt irgendwie springen kann. Irgendwie finde ich das cool, wie aus der Umgebung heraus die ganzen Gegner immer so auf uns zugestürmt kommen. Das ist so ein bisschen Chrono-Trigger-Stil, finde ich. Da mochte ich das auch, dass die Umgebung so dynamisch war. Sowas mag ich zum Beispiel auch lieber als Random Encounter. Aber hier vermischt sich das ja so ein bisschen, was auch ganz okay ist. Ich habe ja prinzipiell auch nichts gegen Random Encounter, wenn die halt nicht A, zu häufig da sind. Wobei zu häufig stört mich auch gar nicht so sehr, wenn ich weiß, wo ich langlaufen muss. Aber in dem Moment, wo ich nochmal zurückwatschen muss oder mir irgendwas genauer angucken will,
habe, da ist das für mich einfach nur todesnervig, ehrlich. Ist euch wahrscheinlich in diesem Let's Play an der einen oder anderen Stelle auch schon aufgefallen, aber das ist dann für mich, das macht dann für mich halt so den Unterschied, ne, die Spielsituation, in der man sich gerade befindet. Aber okay. Du, also mit der Vorgehensweise geht das voll gut. Ist das, ich weiß gar nicht, warum ich mir da so eine Sorgen gemacht habe. Das passt. Das passt. Ja, man muss halt auch mal neue Dinge ausprobieren, ne? Ich neige dazu immer so, verschiedene Verhaltensmuster, mich einmal drauf einzuschießen und dann davon nicht mehr abzuweichen. Und irgendwann komme ich an meine Grenzen und registriere das erst viel zu spät. Ich wette, ich hätte hier oben irgendwo hochspringen können, ne? Aber gerade irgendwie nicht die Muße, das alles nochmal abzulaufen. So. Was haben wir hier? Jetzt habe ich wieder nur die Kamera gedreht. Habt ihr das gesehen? Ich habe keinen Schritt gemacht. Allein das Kameradrehen hat zu diesem Kampf geführt. Aber ist okay. Ich habe ja gerade schon festgestellt, alles halb so wild. Ich mache jetzt mal was ganz anderes. Ich versuche jetzt mal zweimal mit Viereck anzugreifen. Ich glaube, das wird nicht ausreichen. Aber wenn es funktionieren sollte... ich glaube, da fehlt nur noch ganz wenig. Wir kloppen jetzt einmal nochmal mit Dreieck rauf. Ja, gib dir mal noch so ein, zwei Level-Ups und es reichen auch zwei Viereck-Angriffe. Vielleicht reicht das auch, wenn die beiden Jungs das mal probieren. Das mal versuchen. Weil das wäre dann pro Angriff 10 Fuel, was ich gespart habe. Ja, jetzt kommt leider Ellie wieder an die Reihe. Das heißt, hier gehen wir jetzt nochmal auf den starken Angriff, damit der nicht mehr zum Zug kommt. Und das klappt dann immer, egal in welcher Personenkonstellation. Jo, so ist das entspannt. Schön wäre es, wenn wir vor dem nächsten Boss vielleicht alle noch Stufe 35 erreichen. Aber ich glaube, bei Ellie wird das schwierig. Ich habe jetzt die Kamera hier so gedreht, weil ich finde, das sah links und rechts so ein bisschen aus, als wären das Türen. Das sind sie aber gar nicht. Das sind die ganz normalen Texturen hier an den Wänden. Kämpfe nerven mich jetzt auch gar nicht. Oh, neue Gegner. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt schon anfangen soll, rauszuschnibbeln. Aber es war gut, dass ich es nicht tat. So, wir gehen jetzt hier mal mit den X-Angriffen auf die los. Ich behaupte einfach mal, dass die wahrscheinlich ein bisschen was können. Auch ein bisschen mehr als die Vorgänger. Ja, das bestätigt sich ja, aber sowas von deutlich. Okay, der eine ist noch nicht mal eingeknickt hier, obwohl er schon zwei X-Angriffe abbekommen hat. Okay. Dreimal X, bis einer down geht. Ich werde das jetzt hier mal wieder anders probieren. Wir nähern uns ja der optimalen Vorgehensweise ein bisschen an. Ja, teilt auf jeden Fall gut aus. Aber Saiten, der hat auch so unfassbar viele TP. Der ist eigentlich echt unentbehrlich für so eine Gruppe. Oh nein, warum? So, warte mal. Zweiter X-Angriff. Ich wollte nämlich den dritten jetzt mal mit Viereck versuchen. Kann es sein, dass der gar keine, dass der gar nicht einknickt, kurz bevor der down ist? Wie die anderen? Hä? Oh, oh, oh! Ich muss noch was drücken. Ups. Ah, wollte ich jetzt... Ja, hab das gerade nicht gesehen, dass der war schon auf Attack Level 2 und wollte hier so... Ja, okay. Alles klar. Experiment total gefailed, aber sie hat ein neues Level up. Okay, okay. Schade, dass ausgerechnet die Hit-Prozentquote nicht nach oben geht, nachdem sie hier gerade so... Was ist denn Mika? Nachdem sie gerade so grandios daneben gehauen hat, aber... War bestimmt nur ein Einzelfall. So, was haben wir da gerade bekommen? Was zur Hölle ist Mika? HP Drive? Plus 20 ist voll wenig, ne? Ich glaube, das ist nicht so viel... was ist Mika? Ich habe keine Ahnung. Wo muss ich gucken? Equip. Können wir das equippen? Da ist es. Ich hab's. Und das haben wir... Ach so, das ist ja auch nicht mal neu. Das ist ja lame. Das ist ja lame. So, warte mal. Lass mich mal kurz auf die Abilities gucken. Wo kann ich denn jetzt... Ah, hier kann ich. Okay, das habe ich nämlich gesucht. Fix Frame HP 110. Mit wie viel Kosten ist das verbunden? 1820 Fuel habe ich jetzt. Ach, das geht dann auch nur auf sich selbst. Okay, und das kostet auch Fuel, ja.
sollte mit Bedacht eingesetzt werden, alles klar. Das mit der Fuel-Anzeige ist halt zusätzlich auch noch ein Grund, warum ich jetzt hier nicht so akribisch die Gegend absuche. Weil, ja, sind wir wieder ganz schnell beim Thema, ne? Wenn die dann auf Null. Oh, da kann ich speichern. Ich kann speichern. Ein Traum wird wahr. Danke. Ja, aber vorher natürlich erstmal noch kämpfen. Aber ist okay. Ist okay. Das kann jetzt meine Freude über den Speicherpunkt auch nicht schmälern. So, Kumpels und Kumpelsinen. Wie war das jetzt nochmal bei denen? War das jetzt die einmal mit X und einmal mit Viereck schon down waren? Oder verwechsel ich die? Ja, okay, es reicht. Das ist gut. Das ist gut. Ich mache mir jetzt nur Sorgen, wenn jetzt wirklich ein neuer Boss noch kommen sollte und ich vorher nicht die Chance habe, mein Fuel aufzuladen, ob das dann ausreicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir werden es wohl oder übel herausfinden müssen. Die Speichermöglichkeit ist für mich immer so ein kleiner Warnschuss, dass da jetzt gleich was Krasses kommen könnte. Deswegen wäre ich auch nicht traurig gewesen, wenn uns dieser Kampf bisher erspart geblieben wäre, aber okay. Ich bin meiner Meinung nach relativ ressourcenschonend umgegangen mit meinem Fuel bis hierhin. Von daher ist das schon okay. Schade, dass es kein Level-Up gab, aber das erfordert scheinbar jetzt auch ein bisschen was. Also ein bisschen was an Kämpfen und HP und so, meine ich. So, das hier ist eine Sackgasse. Nein! Belohne mich doch wenigstens mit einem Level-Up. Wäre das möglich? Nope. War leider nichts mit Level-Up. Aber ich habe einen weiteren Erkenntnisgewinn jetzt bekommen. Und zwar hat Ellie weitaus mehr Fuel als die Jungs. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch ein paar mehr Standardkämpfe machen muss, dann wird sie eher die starken Schläge ausführen und die Jungs eher die kostengünstigeren, schwächeren. Ist da eine Kiste? Ja. Oder? Du bist eine. Ja, ich wollte gerade sagen. Oh, was ist denn ein 02-Zylinder? Oder haben wir zwei von den Zylindern bekommen? Ich weiß nicht. Ich verstehe die Sprache des Spiels nicht immer so ganz genau, aber wir werden das sicherlich noch herausfinden, indem wir hier zum Beispiel mal gucken. Na gut, das wird wahrscheinlich eher ein Zylinder im mechanischen Sinne sein. Deswegen ist das hier wahrscheinlich die bessere Anlaufstelle, oder? Jawohl. Increases agility in water. In water? Wo halte ich mich denn mit meinem Gear im Water auf, wenn ich in der Arena, wo ich das Turnier bestritten habe? Das kommt bestimmt noch. Aber hier für dieses Gebiet scheint mir das auf den ersten Blick eher zweitrangig zu sein. Vielleicht belehrt mich das Spiel gleich eines Besseren, aber ich verzichte erstmal auf den Einsatz. Oh, neuer Gegner! Neuer Gegner! Was bist du denn für ein Mechanisches-Äffchen? Aua! Ja, hallo erstmal. Hallo? Der hat gerade abartig viel Schaden gemacht. Wie finde ich das denn? Okay, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wie mache ich das jetzt am sinnvollsten? Ich werde jetzt hier wieder mit den starken Angriffen um die Ecke kommen. Vielleicht verträgt er gar nicht so viel, wenn ich Glück habe. Oh, aber der weicht natürlich aus. Okay, der sieht aber auch schon so aus, als würde der sich schnell bewegen können und einen guten Response-Wert haben, sage ich mal. Boah, ich kann gar nicht hingucken, wenn der angreift. Wie mies ist das? Warum greift ihr alle nicht Saiten an? Der hat noch über 6000, ey. Der steckt das hier weg wie sonst was. Interessiert hier wieder keinen. Dafür trifft Ellie ausnahmsweise mal wieder. Danke, Ellie, dass du dazu noch imstande bist, scheinbar. Wir sind gar nicht mehr so weit davon entfernt, dass die Fuel-Anzeige auf unter die Hälfte runterstürzt. Was natürlich semi-geil ist. Immerhin haben wir jetzt hier live, ohne dass ich da irgendwie cutten musste, ein Level-Up zusammen noch bekommen. Das ist doch auch schon mal was Schönes, ne? So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken, ob ich noch mal eine Runde. Wo ging denn das noch mal? Bei Abilities? Nee. Bei Gear und dann hier bei Abilities, ne? Nee. Hä? Gear Option? Ja, hier war das, okay.
Ich finde es auch so ungünstig, dass du hier gar nicht siehst, wie viel Energie die eigentlich haben. So, warte mal, wo sehe ich das jetzt am besten? Hier in dem Menü, ne? 4000 von 5100. Ja, man muss fairerweise sagen, so krass hart teilen die Gegner hier eigentlich nicht aus, ne? Also theoretisch ist das hier alles noch relativ human. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich an der einen oder anderen Stelle unterlevelt bin, aber das geht schon. Das geht schon. Am allermeisten würde ich mich jetzt über eine Fuel-Auflademöglichkeit wieder freuen. Kann uns Hammer nicht einfach hinterherrennen und uns helfen, wo es angebracht ist? Dass er uns aber auch immer noch Geld abzwackt, ne? Für diese wichtige Mission, der wir hier folgen. Oh Gott. Die Geräuschkulisse wie in so einem Horrorspiel oder Film. Okay, auch wenn die Gegner an sich jetzt nicht wirklich creepy oder so sind, aber es hat schon an der einen oder anderen Stelle hier seine beklemmenden Momente gehabt, finde ich. Ich werde mal ab dem nächsten Kampf vorsorglich, also wenn die Gegner jetzt nicht zu krass sind, natürlich versuchen mich so ein bisschen, wie heißt das, zu chargen, ne? Um meine Fuel-Dings ein bisschen aufzustocken. Ich glaube, das macht an der einen oder anderen Stelle Sinn. Oh, guck mal, hier haben wir eine neue Gegner-Kombi. Ja, ich glaube, in dem Kampf sollte ich mich jetzt vielleicht eher nicht zurücknehmen. Aber warte mal, da können wir doch das hier mal wieder zum Einsatz bringen. Ich glaube, Anemo Burn, wenn es denn trifft. Ach, guck mal, der hier oben hat keine Helfer. Ah, doch, der hat doch Helferlein. Die sieht man nur nicht so gut. Okay, aber ich greife trotzdem mal diese Dreier-Kombo hier an. Hoffentlich mit einer guten Erfolgsquote. Jawohl. Hä? Die Kleinen sind nicht verreckt gerade. Ernsthaft? Okay. Die haben aber gerade voll viel Damage gefressen. Das irritiert mich gerade etwas. Warte mal. Ich will den Großen hier vorne erwischen. Bist du dann eventuell sogar tot? Mit ein bisschen Glück. Hä, aber Ellie hat doch gerade voll viel Damage ausgeteilt. Was ist denn da los jetzt? So, warte mal. Nee. Ich will hier wieder auf den Großen einmal losgehen, bevor die Kleinen wieder anfangen, den zu heilen. Genau, das war mir nämlich wichtig. Hatamoto MK3. MK3. MK3? War das nicht in irgendeinem Hyperdimension Neptunia auch mal irgendwie so ein Zusatz? Ich weiß gar nicht, wofür das steht, aber ich glaube, es gab irgendeinen Neptunia-Teil, der eine MK2 mit drin hatte. Keine Ahnung. Eigentlich peinlich, weil ich glaube, das steht ja auch noch irgendwo in meinem Spielestapel. Diese Serie auch irgendwie schon ewig nicht mehr weitergeführt. Da kenne ich auch nur den allerersten Teil von... Ach, aber guck mal, wie der Gegner gerade seine Position gewechselt hat, nur um sich hier heilen zu lassen von den kleinen Mechaniker-PCs hier. So, jetzt wollen wir hier nochmal... Vielleicht ist das doch nicht so gut, ich weiß es nicht. Nehmen wir mal Aquamist, das sieht auf jeden Fall am schönsten aus, finde ich. Wobei, dieses Terra-Ding habe ich noch gar nicht ausprobiert, ne? Kennen wir, glaube ich, noch gar nicht. Das war gerade kein Glückstreffer, oder? Nee, ich glaube, der andere Angriff war... Dagegen waren sie empfindlich, aber da gab es gerade keine Negativmeldung. Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Ich brauche einen Analysezauber. Den habe ich wahrscheinlich irgendwie sogar schon. Und weiß das nur noch nicht. So, aber die kriegen wir jetzt auch so irgendwie down. Wie gesagt, wenn meine Sorge um meine Fuel-Anzeigen nicht wäre, dann wäre ich hier wirklich ziemlich tiefenentspannt, aber so. So, okay, warte mal. Dann machen wir jetzt nochmal den hier. Blockt er das gerade ernsthaft weg? Er hat das geblockt. Und der Schaden? Weißt du, gerade eben fasel ich noch irgendwas davon, dass das eigentlich gar nicht so krass ist. Aber bei den Gegnern sieht es schon wieder anders aus. Ich bin gerade zu blöd, das hier zu steuern. Hallo? Wie bin ich denn gerade zu dem da nach oben gekommen? Es tut mir leid, der geht... Ach, ich musste nach unten, oder was? Ich glaube, ich musste nach unten. Hä? Okay, irgendwie check ich gerade nicht, warum das so wenig Schaden gemacht hat. Ich glaube, der hat das wieder geblockt und ich habe es noch nicht gesehen. Oh. Ist das ätzend hier, ey. Ist das ätzend. Zukünftig werde ich ja alle Kämpfe wieder rausschneiden. Jetzt haben wir die Kombination auch mal gesehen.
Wenn ich aus solchen Kämpfen dann halb tot rausgehe, dann seht ihr auch warum. Zum Beispiel, ich glaube, ich werde es jetzt hier nochmal drauf anlegen. Probieren wir mal. Ach, sie hat keine EP mehr. Auch das noch. Alles klar. Gut, dann werde ich es auch gar nichts anlegen, sondern einfach attacken. Du darfst auch gerne mal verrecken, Kumpel. Also ich hatte eigentlich keinen Bock, mich den halben Part nur mit dir auseinanderzusetzen. Auch wenn du das gerade sehr penetrant einforderst. Boah, ey. Ich bin jetzt auf Attack Level 3. Ich gehe jetzt hier aber auf die kleinsten Angriffe. In der Hoffnung, dass das reicht. Gehen die mir auf den Zeiger, ey. Da haut er mir direkt sein Werkzeug gegen die Birne. Ich glaube, die bedingungslose Liebe, die existiert beiderseits, ne? Lieber Gegner? Es war uns beiden eine Ehre. Aber Faye bekommt ein Level up, das ist gut. Und Ellie hinterher. Das ist dann noch besser. Boah. Ey, war das ein Krampf hier. War das ein Krampf. Und da ich nicht weiß, wann ich das nächste Mal geheilt werde, muss ich jetzt ab und zu mal hier nochmal rein und jedes Mal auf die falschen Dings hier gehe. Ach, warte mal. Faye? Ja, Faye braucht ein bisschen Heilung. Der braucht aber auch ein bisschen Fuel. Ich heile ihn jetzt einfach mal hoch. Ist wahrscheinlich ein bisschen... Hä? Okay, was passiert hier? Ach, hier kann ich... Ah, die einzelnen Leute durchgehen. Okay, ich hab grad, kam gerade mit der Anzeige schon wieder nicht. So, dann kannst du bitte auch einmal fixen. Dankeschön. Und wie sieht's bei unserer Dame aus? Sie könnte auch einmal Heilung vertragen. Hier ein bisschen, was sie sich selber zurückgibt, sogar zweimal. Okay, jetzt hoffe ich mal auf ein paar leichte Kämpfe, die es mir möglich machen, mittendrin auch mal zu chargen. Das ist jetzt mein großer Plan. Hallo? Achso. Das sind aber zwei Fahrstühle gewesen. Die mich aber wahrscheinlich beide auf die gleiche Plattform bringen, oder? Hä? Ich bin keinen Schritt gelaufen. Hat das jetzt irgendwie Sinn gemacht? Komme ich auch nochmal zurück? Das muss ich jetzt nochmal probieren. Nee, sieht eher nicht danach aus. Oh. Dieser Umstand, dass du hier Kämpfe triggerst, wenn du die Kamera drehst, ne? Das ist was, was ich so furchtbar finde. Ah, jetzt geht das Laufband in die andere Richtung. Okay. Weil das sind eigentlich die Momente in Spielen, wo du Random Encounter hast. Ja, wo, so, wo du einfach so richtig chillig eigentlich die Umgebung dann auskundschaften kannst. Wenn es schon so bestraft wird, in Anführungsstrichen, wenn du hier viele rumläufst. Und das ist echt, echt schade, finde ich. Hä? Warum komme ich denn jetzt da nicht rein? Ich, das sieht da hinten so aus, als könnte man irgend so ein anderes Dings da betätigen. Ich glaube, das hier dürfte dann der einzige Weg sein. Düsen wir mal weiter in die andere Richtung und gucken, was da auf uns wartet. Ich finde, das sah hier gerade unten aus wie eine Tür. Aber der hat mich da nicht durchgelassen, deswegen akzeptiere ich das mal so. Und ich laufe jetzt hier auf diesem Band keinen Schritt, ja? Soll der uns ruhig von A nach B transportieren? Weil ich nicht mehr Kämpfe mitnehmen will, als unbedingt nötig sind. Okay, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Man wird nach und nach die immer in die richtige Richtung bringen müssen. Damit wir dann irgendwann hoffentlich am Ziel sind, wollte ich gerade sagen. Habe ich das Ding jetzt schon gedrückt? Ey, der Kampf hat gerade ewig gedauert. Ich glaube, ich habe das noch nicht gedrückt, weil... Hä? Warum verändert sich die Richtung des Laufbandes nicht? Weil ich hier wahrscheinlich am falschen Schalter dran bin, oder? Ja, ich will eigentlich das hintere Laufband irgendwie in eine andere Richtung bewegen. Das wird dann wohl dieser Schalter sein. Okay, alles klar. Mysterium geklärt. Hi! Boah, die Kämpfe brauchen gerade ewig, weil ich meine Leute hochcharge. Aber immerhin mit Erfolg. Die sind gerade wieder ganz gut in Schuss. Also alle jetzt bei fast... Hat der Schalter jetzt nicht funktioniert?
Der dreht seine Dingsrichtung wieder gar nicht. Was ist denn da los? Muss ich jetzt hier ran? Ah, okay. Wofür dann auch immer diese anderen Teile hier gewesen sind, die ich gerade mehrfach gedrückt habe, aber egal. Hauptsache, wir kommen weiter von A nach B. Und ich hoffe, dass das, was ich hier jetzt ausgelöst habe, nicht für die Räume nebenan noch irgendwelche Konsequenzen nach sich zieht. Solange wir nur einen Weg haben, ist alles gut. Ich hoffe, das artet hier nicht richtig in so ein Labyrinth-Exzess aus. So, warte mal. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen mit der Kamera. Von links kam ich. Ja, und kaum spreche ich die Befürchtung aus. Obwohl, nee, hier ist gar kein Weg, oder? Oder kann ich hier auch irgendwas machen? Nee. So, jetzt sind alle zumindest wieder bei über 1600 Fuel. Oh, da kann ich speichern. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich sogar Angst, die Kamera jedes Mal zu drehen. Ey, das ist so... Okay, warte mal. Jetzt habe ich gerade einen Knick in der Optik. In welche Richtung läuft das Band da jetzt links? Habe ich die Richtung umkehren können, ja oder nein? Ich weiß nicht. Aber das werden wir uns gleich genauer angucken. Ich will nur erstmal hier noch schauen. Da komme ich rauf. Scheint mir aber nicht viel zu bringen. Was sind das hier für komische Schächte? Kann man das überhaupt Schächte nennen? Warum haben wir hier so viele Knöpfe? Ich drücke mal überall einmal rauf. Hä? Was sollte diese automatische Kameradrehung gerade? Ach, warte mal, hier ist eine Kiste. Ey, wie ich gerade voll an der vorbeigelaufen bin. Warum finden wir so viel... Ach, das ist da rausgepurzelt wahrscheinlich. Gold Nugget, das ist gut für unser... für unseren Geldbeutel. So, Preisfrage ist trotzdem... Hä? Ah doch, das Band läuft jetzt hier in die Richtung, wo wir noch nicht waren. Das ist gut. Gespeichert habe ich. Fuel ist halbwegs okay. Das Einzige, was ich jetzt eigentlich noch hätte machen müssen, ist meine Leute hochzuheilen. Oh Gott. Ja, okay. Das sieht aus, als würden wir direkt in den Höllenschlund wandern, wo wir gleich unseren brutalsten aller Tode live bestaunen dürfen. Kommt es so? Hoffentlich nicht. Kann ich nochmal ganz kurz ins Menü? Sieht gut aus. So, denn ich will das ja jetzt nur auch nicht umsonst gemacht haben, ne? Jetzt habe ich nämlich mein ganzes Fuel wieder hochgemacht und verreckt dann am Ende, weil meine Leute zu wenig Energie haben. Das ist ja dann nur auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich heile mal erstmal nicht hoch. Ich habe halt immer noch Fuel-Panik ohne Ende, aber... Hier können wir gerne noch was machen. Ah, da ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen was verloren gegangen, aber eigentlich dürfte es nicht viel sein. So, und bei ihr, warte mal, sie ist bei 3400 von 4000, da geht auch noch einmal was. Okay, am besten wäre es natürlich, wenn ich jetzt einen Schritt weiter in den nächsten Bosskampf rein stolpere. Wenn jetzt hier nämlich noch Random Encounter kommen, dann könnte es eng werden. Kann ich hier irgendwas betätigen? Nee. Aber hier geht jetzt irgendwas ab. Oh ja. Okay. Angst. Ich wette, dieses komische Mika oder wie das hieß, das wäre hier bestimmt mega sinnvoll. Okay. Was bist du für eine interessante Konstruktion? Wie gehe ich denn jetzt gegen den am besten vor? Ich hätte, obwohl ich weiß gar nicht, kann ich in meinem Gear meine EP irgendwie wieder befüllen? Geht das irgendwie? So, verschiedene Bereiche scheine ich hier nicht attackieren zu können. Ja, ich gehe jetzt einfach mal auf die starken Angriffe. Hat sich ja an diesem Ort bisher bewährt. Ich wüsste nicht, warum ich mich jetzt hier zurückhalten soll. Aber man muss hier wirklich mit seinem Fuel haushalten, ne? Wenn du hier reinstolperst, es gab vorher, es sei denn, ich habe irgendeine Möglichkeit übersehen, aber für mein Empfinden keine Möglichkeit, das nochmal aufzufüllen. Und das kann dann hier, glaube ich, ganz schnell in die Hose gehen, vor allen Dingen, wenn ich sehe, wie viel Damage der eigentlich austeilt. Okay. Booster aktivieren, ja oder nein? Sinnvoll oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich werde es mal erstmal ohne Booster-Einsatz versuchen. Ist jedes Mal gruselig.
gruselig finde, wie schnell die Fuel-Anzeige dann wegschmilzt. Ich meine, das beschleunigt am Ende jeden Kampf. Vielleicht ist es hier auch essentiell, aber ich habe gespeichert, deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich das auch ohnehin kriege. So, wir gehen jetzt erstmal bei allen auf Attack Level 3. Das ist jetzt so mein finsterer Plan. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich die Level 3 Deathblows, ob ich denn überhaupt schon welche davon habe. Ich glaube, ich habe nicht für alle drei irgendwas Stufe 3 mäßiges, aber ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Taste ich das initiiere. Oh oh. Okay. Okay. Das kann für uns nichts Gutes bedeuten, aber ich habe ja schon mal festgestellt, dass ich hier nicht in einen Defensivmodus übergehen kann, ne? Das wäre ansonsten was, was ich gerne in Anspruch genommen hätte, aber was nicht geht, das geht nicht. Ich mache jetzt einfach mal so weiter wie bisher. Oh Gott, ich glaube, das wird jetzt schmerzhaft. Ja. Wahnsinn, wie viel die Gegner hier teilweise austeilen, ey. Ich hoffe, dass dieser Effekt jetzt nicht allzu lange bei dem anhält. So, Seite, kommst du auch in eine Stufe 3 oder eher nicht so? Vorhin bei Weltall haben wir das aber gesehen. Ja, guck mal hier, der ist jetzt auf der 3. So, ich gehe jetzt einfach mal nochmal in den X-Angriff. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das jemals schon gesehen haben. War das sinnvoll, das zu machen, wenn der gerade so gebufft ist? Ich will das auch nicht länger hinauszögern, weil ich nicht weiß, wie lange das halt anhält. Kommt sie gar nicht auf Attack Level 2? Sie hat ja jetzt schon ein paar Male angegriffen. Ich glaube, sie kommt gar nicht auf die 2. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt hier auf Double Impact gehen und das mache ich auch. Weil je mehr Schaden der frisst, desto besser. Und bei Saiten? Ich glaube, der kommt auch noch nicht auf die 3. Ich glaube, das ist bisher noch Weltall-exklusiv. Behaupte ich mal ganz vorsichtig. Ist der tot? Nee, der hat sich gerade so komisch nach vorne bewegt. War das ein Ausweichmove oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gönnt er uns keine Verschnaufpause. Aber der verliert einen Zug, wenn er das auf sich anwendet. Also irgendwie. Oh Gott, 3 Schaden. Okay. Was will das Spiel? Willst du, dass wir jetzt mit Zaubern arbeiten? Ich habe nur noch 3 EP. Ich kann dir einen Anemo-Bolt noch um die Ohren hauen. Aber ob das am Ende den Kohl fett machen wird, wir können ja mal gucken. Ich muss gleich mal schauen, aber ich meine, dass ich über mein Inventar meine EP nicht befüllt kriege. Aber wir können ja mal gucken. Ich meine, ein bisschen habe ich ja. Oh, wisst ihr was? Ich hätte vor diesem Kampf dieses Omnisol oder wie das heißt, einsetzen können, ne? Also wenn es denn auch funktioniert, wenn du in diesem Gear drin sitzt. Aber das wäre wahrscheinlich die sinnvollste Vorgehensweise gewesen. Wobei ich fand, dass der Zauber gerade auch echt wenig Damage nur ausgeteilt hat, ne? Also das war jetzt... gut, das war auch ihr Schwächerer, aber trotzdem. Ich gehe jetzt mal hier nochmal in den Angriff. Boah, wir machen so wenig Schaden. Okay, warte, eine Idee habe ich noch. Ich habe doch dieses Item, habe ich doch auch gerade gesehen. Was, wenn ich das richtig verstanden habe? Physical Effect. Ist das das Item, was... Das geht aber direkt auf ihn. Ist das ein Zeichen? Kann ich da auch auf den Gegner raufgehen? Nee, ne? Ich würde das gerne alles neutralisieren. Aber ich glaube, das geht so gar nicht, ne? Nee, das lässt sich zumindest nicht auf die Gegner anwenden. Hä? Wie zur Hölle soll das denn jetzt hier funktionieren? Ich weiß nicht. So, wir greifen mal nochmal ein paar Male an. Oder ich muss meine Attack-Level einfach nach oben schrauben und kann nur noch Schaden mit meinen Superangriffen machen. Das wäre auch eine andere Möglichkeit. Wir bringen ihn mal auf Level 2. Also Weltall jetzt. Und versuchen es dann schon mit irgendeinem Angriff. Auch was sagen, ist er ausgewichen. Danke, Weltall. I love you. I love you with the deepest of my heart. Ich hoffe, die Nachricht hat dich irgendwie erreicht. So.
Und du kamst aber auf Level 2, genau. Ganz normal, deswegen kriegst du auch nochmal die Chance, normal anzugreifen. Und, oh, bitte geh wieder daneben. Ach nee, der lädt sich nur wieder auf, okay. Aber das stackt auch, ne? Erkennbar, gut erkennbar in seinen Defense-Werten, behaupte ich mal. So, aber jetzt werden wir hier mal probieren, das zu machen. Sind wir jetzt hier wenigstens wieder dreistellig? Jawohl, okay. Ja, da wird das die Lösung sein. Zieht das jetzt natürlich ein bisschen in die Länge. Aber ist okay. Das gute alte Ryuten kann jetzt wieder an seinem alten Glanze erstrahlen. Und hier nehmen wir Fujin. Das war's, oder? Hä? Der sieht immer so aus, als würde der sich voll hinpacken, nachdem Saiten den angreift. Und dann... Hä? Locked up, can't move? Was? Hallo? Okay, jetzt kommt die Mechaniker, um auszuhelfen. Ich sehe schon. So, also, das Erste, was ich tue, da muss ich gar nicht überlegen. Warte mal, ich sehe schon wieder nichts, weil deine langen Beine im Weg stehen, es euch zu zertrampeln. Was? Das hat den nicht getötet? Oh nee, oder? Das hat in den Kämpfen davor, waren die immer One-Hit mit dem Dreiecksangriff. Was ist das denn jetzt hier? Nein, ich will jetzt hier auf den, der schon angetreten ist. Und ich gehe jetzt mal... Angetreten ist ein interessantes Wortspiel. Ich gehe jetzt mal nochmal auf Dreieck, weil der wird ja wohl nicht mehr aushalten. Okay. Dafür werden wir jetzt auf den nächsten... Einfach um auf Nummer sicher zu gehen mit X. Auf den eintreten. Okay, krass. Aber die halten mehr aus als die letzten... Ist das nervig. Ja gut, je länger das jetzt hier natürlich dauert, ne, desto stärker wird der Hauptgegner hier wieder rauskommen, was gerade dezent nervig ist, aber lässt sich nicht ändern. Vielleicht habe ich ja Glück und, mit ein bisschen Glück kriege ich dann hier den ein oder anderen doch One-Hit-Down. Ja, super Saiten, ey, wirklich, ey, bist mein Held. Weißt du, wenn wir das ganze Ding jetzt hier nicht gewuppt kriegen, dann schiebe ich einfach alles dir in die Schuhe. Auch wenn es unfair ist, aber ist mir egal. Ich habe meinen Sündenbock gefunden. Guck mal, so mal so wie Weltall, ne? So muss man das machen. So geht das. Scheint nur noch nicht jeder verinnerlicht zu haben hier. Ich hoffe, dass der jetzt wenigstens sich nicht wieder aufrappelt und hier zu neuen Kräften kommt. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder die härtesten Geschütze ausfahren, aber er sieht aus, als wäre er schon ziemlich am Arsch. Oh nein. Hä? Can move again. Okay. Das ist, glaube ich, trotzdem gerade eine ganz gute Chance hier ein bisschen. Ja, weil mit den normalen Standardangriffen bin ich jetzt auch dreistellig in der Schadensmenge, was ganz gut ist. Und sie? Ich weiß nicht, was passieren muss, dass sie Attack Level 2 erreicht. Ich hoffe nur, dass es nicht mal allzu lange dauert. Au. Okay, vielleicht kriegen wir das jetzt noch hin, ohne dass ich großartig heilen muss, aber... Ich glaube, mit dem Fuel-Vorrat komme ich ganz gut zurecht. Behaupte ich einfach mal. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir schon weiter sind als nur zur Hälfte. Ich hoffe, der verträgt einfach nicht mehr so viel. War's das? Jawoll! Ich wollte gerade pöbeln, weil das so wenig Schaden wieder nur war. Aber es ist okay. Ich finde, das lief echt gut. Ich finde, ich habe in dieser Folge echt viel richtig gemacht. Da muss ich mich mal selber loben. Ich glaube, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber am allerwichtigsten war, dass ich meine Fuel-Vorräte vorher aufgeladen habe, weil ich habe es kommen sehen. Und wir haben ein neues Item, Ground. Das wird bestimmt analog zu diesem Mika sein. Dass wir dann nur unsere Earth Defense irgendwie erhöhen oder so. Ja, cooler Bosskampf auf jeden Fall. Hat irgendwie Laune gemacht. Und es war, glaube ich, ganz gut, dass ich die Booster auch nicht aktiviert habe. So, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall... Oh nein, ich kann gar nicht zurück, ne? Kann ich das ja auch nicht umkehren? Ich würde so gerne speichern. Gibt es ja auch Zufallskämpfe, hoffentlich nicht. Hier kann ich leider nichts drücken. Ne, und hier auch nicht. Okay, da muss ich hoffen, dass ich da vorne irgendwo speichern kann. Bin jetzt bei über 50 Minuten, über 52 Minuten schon. Aber habe auch viele Kämpfe rausgeschnitten heute. Aber guck mal, da können wir es direkt wieder.
Nachholen, das ist gut. Hey Rico, sei uns nicht böse. Ach, guck mal, der hat doch voll die ähnliche Haarfarbe zu Ellie, oder? Die teilen sich doch bestimmt das gleiche Haarfärbemittel. Get a load of this, I can't believe that makes such a thing. Shall we see if it works? Können wir vorher speichern, bevor hier alles in die Luft gejagt wird? Doc, do you know how to operate it? Not really, but Faye, you were not thinking of stealing this big thing without knowing how to operate it, were you? Well, anyway. Also wenn es eine Person in diesem Spiel gibt, der ich wirklich vertraue, also was die technische und Logikbegabung angeht, dann ist es ja wohl Saiten. Achso, ich kann mich wieder bewegen. Okay, das ist cool. Ich werde jetzt. Nee, ich werde jetzt nicht erstmal mit den Leuten sprechen. Ich werde diesen Part hier beenden. Wir sind nämlich safe. Ich werde offscreen dann das Ganze nochmal abspeichern und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt, gerne hier wieder. Dann werde ich mit allen schnacken und wir gucken, was als nächstes passiert. Ich finde, dieser Part war echt cool. Und ich habe vor der Aufnahme echt ein doofes Bauchgefühl gehabt, aber es hat sich nicht bestätigt. Ich bin hier echt ganz gut durchgekommen. Aber für heute bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!